Da, bitteschön. Ja. So. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schäferinnen und Schäfer, Schafe sind ziemlich spannende und vielseitige Nutztiere. Sie liefern Milch, Wolle, Fett, Fleisch und Leder, also eigentlich fast alles, was man so braucht, um zu überleben. Man kann sogar aus Schafsdärm Saiten für Tennisschläger machen und Musikinstrumente damit bespannen. Ihre allerwichtigste Aufgabe ist aber mittlerweile sicherlich, dass sie als lebende Rasenmäher unsere Kulturlandschaft frei halten und vor allem, das hat Norbert Meesters auch erwähnt, unsere Deiche sichern, festigen und pflegen. Leider ist Schafhaltung seit Jahren nicht mehr besonders attraktiv in finanzieller Hinsicht. Und wäre nicht jede Menge Begeisterung, Hartnäckigkeit und starkes Engagement vorhanden, ich glaube, dann hätten wir hier in Nordrhein-Westfalen noch viel, viel weniger Schafe, als wir jetzt schon haben. Dass viele Schäferinnen und Schäfer in den letzten Jahren die Lust an der Schafhaltung leider verloren haben, zeigt ein Blick auf die nackten Zahlen. Es wurde auch eben schon erwähnt. Der Schafbestand hat sich im letzten Jahrzehnt deutschlandweit und auch hier in NRW fast halbiert. Vor diesem Hintergrund war es richtig, dass die Schafhalter sich in den letzten Jahren verstärkt an die Öffentlichkeit gewandt haben und auch uns als Politik über ihre Lage informiert haben. Ich denke dabei auch, also diesen Dialogprozess führen wir auch schon ein bisschen länger gemeinsam. Sag mal, den führen wir zum Beispiel auch entlang der Jagd. Da gibt es ja auch manchmal gewisse Konflikte in dem Bereich. Und wir haben oft zusammengesessen. Ich habe zahlreiche Mails erhalten zur Schafhaltung. Ich war vor Ort bei Schafhaltern. Und wir hatten auch unter anderem eine gute Veranstaltung abends einmal mit der Interessensgemeinschaft Oberbergischer Schafhalter, wo ich eine Menge von den Problemen erfahren habe. Ausdrücklich bedanken, weil Sie sitzen da oben, ausdrücklich bedanken möchte ich mich an der Stelle für Ihr ehrenamtliches Engagement, das Sie an der Stelle für alle Schäferinnen und Schäfer machen, denn alle profitieren davon. Die Arbeit, das eben auch in der Öffentlichkeit darzustellen, liegt dann oft auf wenigen Schultern. Wenn Sie nicht so auf uns zugegangen wären, uns Ihre Lage so erklärt hätten, dann glaube ich, würden wir heute hier nicht über diesen Antrag reden können. Dann gäbe es ihn vielleicht gar nicht. Dass der Antrag jetzt mittlerweile anscheinend so gut geworden ist, dass er von allen Fraktionen, die hier im Haus vertreten sind, mitgetragen wird, freut mich besonders, weil ich denke, dass wir dadurch zwei starke Signale in die Landschaft nach draußen geben. Das eine Signal ist ein Signal der Wertschätzung an die Schäferinnen und Schäfer draußen. Das andere, und das ist viel wichtiger, ich glaube, mit dieser Geschlossenheit geht auch ein klares Signal nach draußen an die agrarpolitischen Entscheider, dass wir in Nordrhein-Westfalen wollen, dass Schafhaltung wieder stärker berücksichtigt wird in der Agrarpolitik und stärker gefördert wird. Meine Damen und Herren, die Haltung von Schafen hat einen hohen Wert, weil sie regional ist, weil sie den Tieren in einem hohen Maße gerecht wird und weil sie für den Naturschutz und für die Artenvielfalt eine große Rolle spielt. Weil das so ist, weil wir aus diesen Gründen heraus die Schafhaltung erhalten wollen, muss aber auch auf der anderen Seite dafür gesorgt werden, dass Schafhalter mit ihren Produkten Geld verdienen können. Denn ohne Geld zu verdienen, macht das Ganze keinen Spaß, so ehrlich muss man an der Stelle sein. Deshalb ist mir ein Punkt an dem Antrag besonders wichtig. Und das ist der Punkt, dafür zu sorgen, dass die Vermarktung der Produkte aus der Schafhaltung deutlich verbessert wird. Und da gibt es ja auch eine Chance, weil in Umfragen betonen die Menschen immer, wie wichtig ihnen regionale Produkte sind. Und da sage ich, echte Regionalität kann natürlich nur dort entstehen, wo wir auch noch regionale Verarbeitungsstrukturen haben, die dahinterstehen, die diese Verarbeitung übernehmen. Schafhaltung kann diese Produkte liefern. Schafhaltung wäre aus meiner Sicht absolut ideal, und es passiert ja auch oft schon, eben für eine regionale Vermarktung. Wenn ich dann aber aus den Gesprächen heraus entnehme, dass die Schafe teilweise eben 100 Kilometer weit gefahren werden müssen, weil gar kein Schlachter mehr vor Ort da ist, der vielleicht die Vermarktung übernehmen könnte, dann zeigt das an, dass wir da deutlich aktiv werden müssen, dass da etwas passieren muss. Meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass ein Antrag, wenn wir ihn hier gemeinsam beschließen, nur der erste Schritt sein kann. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber entscheidend ist natürlich das, was danach folgen muss, nämlich die konkrete Umsetzung der geforderten Maßnahmen. Ich glaube, dass wir, weil wir hier zusammen das auch beschließen, damit eine gute Grundlage legen, dass wir da auch dann zukünftig die Umsetzung hinbekommen.
Zum Schluss, das will ich auch noch mal deutlich machen, weil wir haben ja auch schon gelegentlich in der Agrarpolitik schon mal ein paar Differenzen, kommt ja vor. Ich will mich an der Stelle noch mal ausdrücklich bedanken, dass wir heute gemeinsam diesen Antrag tragen, dass wir nicht mehr in die Beratung gehen müssen, was ja ursprünglich mal vorgesehen war. Und ich freue mich darüber, dass wir uns an der Stelle einig sind, dass die Schafhaltung hier in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland eine deutlich stärkere Unterstützung verdient, als sie im Moment hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.